Wir werden jetzt mit Spraydosen gemeinsam das Bild so verändern, dass es uns beiden gefällt. Denn so, das kann es ja wohl nicht sein. Das ist erstmal Propaganda. Erstmal müssen wir da alles abräumen. Alles abräumen, bitte. Jutta Ditfurth, räumt das mal auf. Zuerst. Stellen Sie die zu Blome. Der hat die immer gern bei sich. Ja, in Ordnung. Deutschlandfahne weg. Bitte schön. Welche Farbe mögen Sie? Schwarz, Schwarz, Rot, beides. Ja, beides. Können wir den Weihnachtsbaum bitte auch noch abräumen? Den hacken wir gleich. Aber jetzt erstmal mit Spraydosen hier hinten. Einfach. Die Kerzen nee, aus. Nee. So. Reinkicken. Schon mal besser. Das ist eine Energiewende. Jetzt. So war es nicht gemeint. Es war schon politischer gemeint. Oh. Frau Ditfurth, hier. Spraydosen, wie können wir hinten, dieser Hintergrund ist wie. Hey, die gehen kaputt. Ja. Was sprühen wir hin? Wir sprühen einfach beide irgendein Logo. Okay? Okay. Denken sich was, aber ich brauche gleich auch noch mal den roten, nicht alles den schwarzen. Klar. Ich wieder das Hugo Boss Logo. Ach nee, das ist ja hier gelb. Da hat aber jemand als Lohnabhängiger. Das war mir jetzt so eingefallen. Was ist denn das für ein Scheiß? Kann ich nicht. Kein, ist nicht gutes Spray? Nee, ist ein bisschen. Es war Blomes Deo, sorry. Bisschen schütteln. Bisschen schütteln. Also, das Bild verändern. Ja, sehr gut. Aber nicht RAF. Boah. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Alles okay. Einfach weitermachen. Sie wollen da das Licht wieder reinmachen. Ich lache mich tot. Sie sind für Rassismus? Ich will den. Ja, unbedingt. Rassismus zum Kotzen. Richtig, das muss auch mal gesagt sein. Ja. Gerade in einer Weihnachtsansprache. Und Tele 5. Ist okay, oder? Nee. Geht doch an, ist. Können Sie noch Springer Verlag schreiben? Wir müssen jetzt eine Ansprache machen. Es macht viel mehr Spaß als diese Diskussion, die nicht weitergeführt wird. Diese Pseudodiskussion. Frau Ditfurth, Bilder stürmen. Wir müssen. Wollen Sie auch noch ein bisschen, Frau Ditfurth? Hier ist gerade lustig. Sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Aber es muss auch eine Ansprache folgen. Aber wollen Sie noch den Tisch mit mir zerstören? Machen wir. Sie sind ja Pastorensohn, ich nicht. Mal das Fenster auf. Oh. So, das ist schon gut.